Eichenwalde. Ne, ich hab's auf Deutsch. Eichenwalde. Oh, die Karte noch nie gespielt. Ich freue mich voll. Dann nehme ich doch. Ich habe Eichenwalde auch noch nie gespielt. Das ist sogar schon ein richtiges Spiel, ey. Ja, ja. Direkt. Defense. 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 Wen nehme ich denn? Ich nehme mal Winston, da mache ich immer in der Regel wenig. Meine Runde McCree. Wir haben ein neues Ranked-System, auch mit dem jetzigen Patch drin, ne? Hast Echt? Du auch gesehen? Nee, hab mich ehrlicherweise mit dem neuen Patch noch kaum befasst. Es gibt jetzt viel, viel mehr Punkte, also es ist so 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Punkte. Und je nachdem, wie viele Punkte du hast, bist du in einer Liga. Also Bronze, okay. Silber, Gold, Platin, glaube ich, Diamant. Und dann gibt es diese Pro-Ligen, also Master. Okay. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es auch High-Master gab. Aber auf jeden Fall nicht. Erstmal auch hier. So wie sich halt die Amerikaner Deutschland vorstellen. Erstmal eine fette Burg. Ja, erstmal Schloss Neuschwanstein hingeballert. Ja. Dann vor allem so ein richtiges Schloss. Ich brauche noch, wenn ich jetzt noch Lederhosen und Bier finde, dann... Bist du glücklich. Dann habe ich alles... Oh nee, da, aber der Uhrenkeller. Nein. Da oben ist ein kaputter... Question. Ja, ja, das hat man ja ganz gut immer im Ding gesehen, in dem Bastion-Movie. Das sieht die hübsch aus, die Karte. Oh ja. Oh Mann, das ist ja mit Abstand die schönste Karte, sage ich nicht, weil es deutsch ist. Naja, ja. Computerwelt von Rittgen. Was? Ja, die Details sind immer wieder Hammer. Ja, yeah, guck mal, lass mal shoppen gehen in der Computerwelt von Rittgen. Oh ja. Was haben wir hier für Anweisungen für den Omnic-Ernstfall? Ruhe bewahren, nicht im Freien aufhalten, vom Fenster fernhalten, helft eure Nachbarn. Also, Evakuierungsbefehl war auch da. Und wo kommen die denn hier, die Gegner? Keine Ahnung, wir sollen uns hier nur verteidigen. Ich schätze mal von da, weil alle da so böse hinschauen. Ah ja, tatsächlich. Mhm. Können wir von hier unten kommen? Nee. Autsch, ich bin dummerweise runtergefallen. Das war nicht so geplant. Nee, der war. Da warst du gut gleich bei den Gegnern drauf gestanden. Ja, irgendwie habe ich auch plötzlich dann sofort alles abbekommen. Also ich bin sehr unglücklich gelandet, ich sag's mal so. Na egal. In das Schloss werden sie nicht so weit. Auch ein süß, eine kleine Wachhütte gibt's auch. So, zack, hier mal zurück. Ja, ist super schön designed, die Map, ohne Frage. Leistung verstärkt. Greif an. Autsch. Ach, diese Ulti. Wer spielt denn da Mai? Habe ich eine schöne Ulti gleich bekommen? Aha, sehr gut. Freut mich. Boah, Junge, die Map ist ja mal voll schlecht mit für McCree, so. Habe ich gerade den Eindruck. Wieso? Oder ich bin schlecht mit McCree. Ja, weil die überall hochjumpen können. Also da sind so viele schnelle Gegner, die jumpen überall hoch. Gerade. Ich komme damit gar nicht zurecht gerade. Ich bin mal lieber Soldier. Ach Gott, da sind... Okay, da waren so viele Leute drauf. Ich hätte so den Fokus auf mich gerade bekommen. Und die Ulti, dachte ich mir, halt die noch ein bisschen auf, aber ne. Haben schon den A-Punkt. Und jetzt können sie natürlich pushen. Na, ein bisschen Ulti gewastet. Oh Mann, oh Mann. Oh, das war eine interessante Ulti. Die hat irgendwie gebuggt bei ihm. Lol, was war das denn gerade?
Der hat mich jetzt so gekillt. Der hat Full HP. Ach, er hat aufgeladen. Lol, dieser blöde Zenyatta hat genau in die Lücke aufgeladen und ich habe irgendwie 5 Kugeln ins Gesicht bekommen. Oh, das sieht aber auch nett aus, der Bergfried. Hat die super schön gemacht. Also, Leveldesign. Ach komm schon. Klare 1. Das war eine gewastete Ulti. Okay, da hat er mich jetzt diesmal gut gepackt. Man muss hier echt aufpassen, auch teilweise mit den Runterfallen. Da gibt es immer wieder Szenen, wo das gut passieren kann. Da ist es eigentlich echt mutig mit Reinhardt zu chasen. Zu ja. Ich kenne mich, ich würde mit Reinhardt hier runterfallen. Irgendwo. Eigentlich überall. Oh Gott, wo geht's hier raus? Da nicht. Geht's da raus? So, da geht's raus. Oha! Den haben wir. Nein! Barriere ist um. Oh, Gott sei Dank. Das ist Heilung nach Maß gewesen. Leistung verstärkt. Greif an! Durchschreitet. Ach Gott, jetzt habe ich mich so lange erwehrt gegen die. Aber irgendwann habe ich dann doch mal keine Ulti mehr widerstanden. Schade, schade. Das ist nicht dein Ernst. Aber wir haben einen zum Leaven schon mal gebracht. Und sie können das Kart gerade nicht schieben. Das ist schon mal sehr sympathisch. Unser Torbjörn geht gerade ab. Sehr gute Wall von Mai. Oh Gott, da bin ich reingechased wie so ein Maniac. Und dann, ich dachte mir, weißt du, das ist so diese Taktik. Da siehst du einfach eine Tracer, denkst dir, ja, die hole ich mir. Und auf einmal kommt das ganze Team nach und denkst dir so, nein, die hole ich mir doch nicht. Wild Genji Pierce. Ist weg. Also Soldier ist auf der Map krass. Ja? Mhm. Lol, die Silke meine Raketen gecharged. Sehr schön. Ja, aber bis jetzt schaut es so aus, als ob wir den Punkt gut halten könnten. 60 Sekunden und nicht mal den ersten Punkt, den sie gepusht haben. Was? Ich hab mich noch getroffen, ich bin extra ein Stück zur Seite gegangen. Das wird uns beschützen. Hä? Hä, wie ging das denn? Der hatte auf den Stein geschossen. In der Recap. Ja, also ich glaube, die zwei sind geliebt. Die haben, glaube ich, wir haben den Widerstand gebrochen. Die sind tilted. Traurig. War einer davon ja, lol. Die Tracer. So. Ja, das schaut so aus, als ob das ein guter Sieg wird. Wir haben das. Also, das war eine schöne Teamleistung, muss man sagen. Wurde auch super gut geheilt. Und ich mir nochmal ein Paket. Verlängerung.
Ah ja, gut, ist keine Lamp Card. Teamkill! Was? Wie ist das passiert? Ja gut, alle vier tot. Ach so. Ach. Ja, jetzt verstehe ich. Da. Cue of the game. Oh, sind ja alle raus. Ja, ich würde sagen, wenn es geht, schauen wir uns noch, versuchen wir es noch mal im Angriff. Wenn es nicht, war es trotzdem auch schon eine sehr gute Folge. Aber dass der Gegner da raus ist, verwundert mich gar nicht. Eliminations Platz 1. Aber ich gebe hier unserer Mai mal den Vote, weil die hat sich's verdient. Die hat gut gemacht. Keine Mai. Du weißt, was ich meine. Mhm. Nicht Mai, wie heißt der denn? Irgendwas mit A, oder? Anna, jetzt. Genau. Anna. Anna sitzt im Boot. Nee, wenn dann von Freundeskreis. Ah, einen A. So, Angriff! Dann nehme ich aber jetzt dafür mal Diva. Ach, wie gut das Spiel auf 1440p ausschaut. Das muss ich gerade kurz mal loswerden. Mir sehr leid. Ich habe hier, jetzt fehlt noch so, ich habe hier übrigens den Referral-Link zu Amazon von meinem Monitor. Nein, nein. Habe ich tatsächlich gar nicht. Wäre mal eine Idee. So, ich packe mal den Referral. Nein. Ich habe auch G-Sync an. Wie krass flüssig das mit G-Sync ist. So, was spiele ich denn? Ich glaube, ich spiele mal noch eine Genji. Ich habe ja freie Wahl gehabt jetzt. Oh, wir sind hier in der Taverne. Jetzt wird's. Ich hab's doch gesagt. Und hier, guck mal. Jetzt haben wir unser Bier da, die Kessel. Nee. Die Crusader stehen Wache. Ich finde aber auch allein schon diese Wände kann man immer gut schauen. Da steht auch teilweise immer super lustiges Zeug drauf. Aber das sieht mir ganz klassisch nach einer Bombay Sapphire Gin Flasche aus hier. Mach's mal kaputt. Mach's alle kaputt. Oh, das sind aber schöne Mastkrüge. Die gefallen mir gut. Die sehen ein bisschen nach Gusseisen aus. Ja. Oh, da ist eine Zeitung. Was steht da drauf? Steht da was auf Deutsch drauf? Was ist das denn? Gebirgsinfanteriebataillon Stuttgart. Da steht Zeitung drauf auf der Zeitung. Auf Deutsch. Schnelleinsatzgruppe. Ist da hinten noch? Da ist noch ein EC-Automat. Toll. Die deutsche Map. Sehr, sehr schön. Absolut. Oh, da oben sind noch Wappen. Aber sieht mir nicht danach aus, als wären das irgendwelche relevanten oder für uns relevanten Wappen. Oh, hi! Ey, das gibt's nicht. Schon wieder so einen Zenyatta, der mich mit einem Schlag weghaut. Das ist unglaublich. Das ist dein neues Ding, oder? Ja, ja. Ich muss ja leider auf Distanz bleiben bei der einen. Bei der, wie heißt sie nochmal? Symmetra. Ja. Und hat's aber fast gehabt. Und dann kommt dann Zenyatta um die Ecke. Oh, what? Sniper da hinten. Ich brauch Hamin Heiler. Oh, endlich. Noch ein Punkt. Ach, das ist ein Portal, Leute. Egal, ich hab's Portal weggemacht. Das war's mir wert. Oh lol, ich dachte, ich könnte hier schön drüber fliegen, aber scheinbar hab ich's noch nicht geschafft. Ich hätte mal von hinten an alle rangehen sollen. Ich hab ein bisschen falsch gerade agiert. Hätte ich schön von hinten wegnatzen können, aber das Portal ist auch weg.
Das ist auch was wert. Ja, lol. Klar. Okay, vier Leute. Ja, weil die alle gestunt waren. Nee, ich war einfach... Ich war irgendwo noch in den... Oh Gott, ey. Ich hol mir jetzt einfach mal den A-Punkt. Bin mit dabei. Hab's ja. Ja. Lol. Bin mit einer Ulti. Oh Gott, ey. Aber unser Team ist jetzt eigentlich nachrücken können. Ja, ich versteh's nicht, wo das Team bleibt. Wir waren jetzt, wie lange waren wir bitte auf dem Punkt? Ja, fast eingenommen halt, ne? Ja. Warum kommen die nicht nach? Weil die doof sind. Ja, ist klar. Echt traurig, was der Gott passiert. Jetzt hängen die alle an Punkt rum. So offensichtlich platziert der Teleporter so richtig frech eigentlich. Ist tot. Ich bin gerade gleich da. Doppelkill. Doppelkill. Killstreak. Boah. Alter, intensiv. Oh, grad nochmal gemacht. Way too intense gerade. Oh, eine Hütte. Oh, die ist aber auch schön. Way too intense gerade. Oh, eine Hütte. Ja, die ist aber schnieke. Oh, oh. Ich muss heilen. Alter, dieser Junkyard da drüben. Junkyard? Junkrat. Mann, lass mich. Oh, nice. Wir haben mal ein bisschen vorwärts hier. Wo muss denn jetzt zum Part? Da ist es. Ach, das nervt, wenn wir so eine Platoon eine Bombo-Kombo haben. Und wer muss drunter leiden? Ich. Uhuhu. War das knapp. Ach, na toll, eine Falle. Boah, ist das eine schwierige Map zum Angreifen. Ja, es ist halt natürlich gerade mit der Gegner-Kombo, die wirklich gerade... Oh, das war gut. Bin bei dir.
Warum geht's. Hä? Warum kannst du durchschießen? Push, 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 push! Oh nee, ach Mensch, ey. Ach Gott, da waren noch so eine blöden Selbstschussanlagen. Ja, von da hinten, war. Ja. Ey, ernsthaft. Das ist doch nicht normal. Nee, das war diese da hinten hätte ich auch niemals damit gerechnet. Aber ja, dann sind die leider oder wir leider auch nicht weitergekommen als die vorhin. Aber trotzdem, eine saucoole Map und es waren trotzdem zwei intensive Runden, die immer noch meines Erachtens sehr viel Spaß gebracht haben. Highlight des Spiels. Ja, das war noch am Schluss die. Naja. Ja. Gut. Das war's. Ich würde sagen, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.